Hallihallo und willkommen zurück bei PD2 mit Anduin. Grüß euch. Grüß dich. Ja, neuer Überfall, neues Glück. Tiefer. Ja, und jede Menge Money, hoffentlich. Was haben wir vor? Eisenbahnraub. Wir müssen einen Eisenbahnwaggon finden, glaube ich. Und der Zug steht mitten in einer Brücke, also es heißt Transport der Eisenbahnraub. Und hat mehrere Waggons. Man muss als erstes die Waggons aufmachen und dann ist in den Waggons sind so eine Tresore drinnen. Und wenn man die offen hat, dann findet man in zweien Munition und im dritten ist dann so, so ein großes Geschütz. Okay. Das muss man alles wieder in Taschen packen und dann hat man, glaube ich, 20 Taschen oder so. Ach, super. Und die muss man dann runterbringen von der Brücke Richtung Boot. Richtung Boot, okay. Wir werden es so machen, dass einer von uns die Taschen runterschmeißt über die Brücke und der andere unten und schleppt dann die Taschen zum Boot hin. Okay. Ich baue da immer wieder die Sentries hin und her, also ich sage da dann an, wenn es unten stehen. Ja, du bist der Lehrmeister, ich bin der Zauberlehrling. Ja. Vorteile, glaube ich, braucht man nichts einschalten. Okay, Ausrüstung wie gehabt, Vollgas, ne? Ah, ich kann was ändern. Und zwar... Ich werde jetzt das nehmen mit den 4 Sentries. Okay. Aber dann sollte, glaube ich, eine zusätzliche Munitionstaschen einschalten. In den Vorteilen. Warum sind die jetzt nicht mehr da? Warum sehe ich jetzt die Vorteile nicht mehr? Vorteile, weil ich sie vielleicht sehe. Ah, okay. Du drinnen bist. Zugladung, Risikolevel niedrig. Hä? Was? Wo bist du? Vorteile. Nach Beschreibung, Vorteile, Ausrüstung, Crew Setup, Soundtrack. Ja, genau. Und unter Vorteile kannst du da eine Munitionstasche einschalten? Nein, da habe ich noch nichts gekauft. Eine Munitionstasche um $8,000 kaufen. Warum sehe ich das nicht? Geh du da mal raus. Okay, Moment. Yep, bin schon draußen. Die habe ich gerade noch gesehen. Naja, okay. Ja, ich bin ja Gruppenleiter. Ja, das sieht normal jeder. Ich verstehe aber jetzt gerade nicht warum. Na, egal. Ich werde eine Munitionstasche kaufen. Kann ich die dann zusätzlich zu meiner Arzttasche verwenden? Die liegt auf der Map wo. So wie bei der GoBank zum Beispiel war sie unter dem Weihnachtsbaum. Irgendwo sind die dann. Okay, ich habe sie gekauft. Munition? Ja. Okay, soll ich 4 Sentries mitnehmen oder nur 2? Bei 4 Sentries haben wir eben 4. Sentries, aber ich habe nur eine Munitionstasche. Bei 2 Sentries hätte ich 2 Munitionstaschen. Ich habe jetzt eine Munitionstasche gekauft. Ja, dann nehme ich die 4 mit, oder? Ja, nimm die 4 mit. Weil wir brauchen nicht die Säge, also kann ich das mit den mehreren Sentries nehmen. Passt? Passt. Also ich bin bereit. Yep. Du hast eingeschalten, dass wer einloggen kann, wenn sie wollen. Spielerplatz verfügbar steht. Das heißt, es kann sein, dass wieder andere Spieler dazukommen. Wir starten mal. Wir starten. Okay. Ja, da bin ich ja gespannt, was da abgeht. Ich hab das ehrlich gesagt noch nie laut gemacht. Ich will das nur Stealth. Nehmen wir mal die Festplatte damit. Die ist wichtig. Ah, da herüben sind wir. Okay, mal von der ganz anderen Seite. Jetzt kann man da rauf. Kann da den Zahn durch. Man kann den Zahn durchschneiden. Genau, schneiden mal den Zahn ganz lässig durch. So, dann da durch. Warum komme ich da nicht durch? Achso, ich muss mich ducken. Versuchen wir so lange wie möglich. Ja, da muss man nur mal raufspringen, dass man wirklich am Zaun steht. Das ist ein bisschen komisch. Ja, jetzt. Und jetzt ducken und jetzt durch. Oh. Ja. Besser hätten sie es nicht bauen können. Okay, da hinten liegt eine Munitasche. Genau, das ist die. Die, was du eingekauft hast. Sehr gut. Okay. Wir können aber versuchen, dass wir so lange wie möglich nur im Stealth bleiben. Ja, was ich auch nicht gewusst habe, ich bin entdeckt. Hoin, wo? Ja, du sollst dem niedermachen halt. jetzt ist es zu spät. Schießen. Ich muss ja auf dem... Schießen ist immer gut. Vor allem, du hast sogar einen Schalldämpfer drauf gehabt, ne? Ja, an das habe ich gar nicht gedacht. Kacke. Man macht ja nichts.
Jetzt ist sowieso noch. Ich mache da trotzdem die Türen auf, weil dann kann man durch dieses Gebäude immer laufen hin und her. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir dieses Mal dann die Taschen auch zum Boot bringen, nachdem wir jetzt da drüben gestartet haben. Okay. So, bei den Waggons gehören Bohrer angesetzt, das kannst du schon mal machen. Mhm. Und zwar machen wir es nur auf einer Seite auf. Okay. Also, wo auch immer du jetzt gerade bist. Ah, hier da. Okay. Ach so. So, setz auf der Seite, ja, ich setze die Bohrer an. Okay. Und dann baue ich uns die Sentries auf. So. Wenn ich ganz vorne bin. Okay. Ich sehe da gerade gar keine Gegner abgefahren. Ich gebe da mal ein Repeat davon. Ich meine, sehr flippig. So, dann baue ich da mal auf. Sentry steht. Soll ich da gleich noch eins ersetzen? Dann setze ich ganz vorne, setze ich einen Sentry. Mhm. Ja, und jetzt schauen wir, dass wir nach der Reihe die Türen aufkriegen. Und ausräumen. Und ausräumen, genau. Wie gesagt, wir machen nur die. Müssen wir, glaubst du, nach oben auch? Nein, nach oben müssen wir gar nicht. Weil da Treppe nach oben geht. Ja, aber die müssen wir nicht. So, und da ist schon offen. Okay. Ich weiß nicht, ob man jetzt überhaupt noch die Festplatte verwenden kann. Oder ob man jetzt alle Tresore. Ja, jetzt müssen wir es aufschneiden, genau. Es müsste irgendwo da oben. Muss eine Tasche sein. Ich glaube, ich sehe sie schon. Ja, ich sehe den Bohrer. Mit der Tresore. Ich hol den. Ja. Rückendeckung. Okay, da ist jetzt auch offen. Ist da überall. Ja, und da ist dann ein Tresor drin. Und für die bringe ich gerade den Bohrer. Okay. Das ist wieder Jimmy. Klappt wieder drauf. So, ich gehe ganz nach hinten. Wir fangen jetzt einfach von hinten bis da vorne an. Ja. Systematisch. Ja. So, da stellen wir so eine Sensor auf. Schmeißen wir das daher. Okay. Das dauert halt jetzt ein bisschen länger, glaube ich. Als wie im Stealth Mode. Ja, 390 Minuten dort. Hier noch ein Bohrer. Wahrscheinlich nicht, ne? Muss man den einkriegen. Das Problem ist aber gut. So, ich muss die Sentries nachladen. Glaubst du, kann man von den Dächern die Mumien holen? Nein, die Dächer kommst du glaube ich nicht drauf. Das ist ehrlich gesagt nur logisch. So, dann stellen wir da einmal auf. Ah, da unten ist ein Back. Okay. Da kommt dieses. Okay, das dürfte der zweite Bohrer sein. Den hole ich auch. Den Sentry muss ich nachladen da. Ja, die ganzen, die werden oben abgeknallt. Da kommt keine Mole runter. Gut, ne, ist so. Ich spare mir den Muni auf. Alter, was war jetzt? Wo ist der? Wo ist denn? Ah, mit uns ein Schild. So, ich hole den zweiten Bohrer. Okay, der hier läuft noch. Im ersten Waggon. Ab ihn. Komm wieder retour. So, dann baue ich
zweiten Tresor auch auf. Mhm. Läuft. Sehr schön. Leider liegt die komplette Muni auf den Dächern. Soll ich mein Muni-Pack wo auflegen da? Aber wir haben ja da vorne ja noch eins. Ja, ja, da vorne ich haben wir eins. Ich werde mir dann noch vorlaufen und werde dann mal was rausnehmen. Ja, nimm dir, du brauchst es ja für die Gans. Solange wir das haben, baue ich eins nicht mehr drauf. Ja, ja, das passt schon. Kein Problem. Okay, der Bohrer da gehört neu gestartet. Das der erste? Nein, nein, der da vorne. Nur die zu treffen, so. Bin dran. Läuft wieder. Wie schaut's aus? Ja, Moment. Zentr ist in der 8. Ah, jetzt ist der vorne. Ja, ich will schon warten. Okay, magst du es hier? Ja, ich mach schon. Läuft wieder. Okay. Ja. Doch nicht. Das ist so, ich glaube, das hinten ist jetzt schon offen. Oder? Nein. Ah, der startet ihn neu. Polizeivorstoß ist zu Ende. Wir nehmen jetzt kurz Pause. Ich werde die Centers nachladen. Okay. So, dann stelle dieses Center direkt da rein in den Waggon. Ah, da vorne liegt nie. Nein, doch nicht. Und die ganz vorne werden wir laden. Da liegt sie, da liegt sie. Okay, die sind noch. Da könnte ich habe noch nichts rausgenommen. Ja, kommen sie, die ist okay. Aber die ganz sind gut. Ja. Echt. 24 Sekunden sind es noch. Dann ist der erste offen. Mhm. Wir tragen aber alle Taschen einmal zusammen. Wo sollen wir sie denn hinlegen? In der Halle? Nein, ich würde es dort einen Waggon wieder stapeln. Okay. Vielleicht gleich nehmen wir. Gleich beim ersten da, oder? Hier beim Abgang, ne? Können wir auch machen. Ja. Okay. So, da ist offen. Nehmen wir den wieder, den Dirmotörer. Okay. Und setz ihn gleich vorne an und du kannst da schon mal alles einräumen. Ja, ich sacke so gerne ein. Hm. Kann immer wieder nur eins nehmen, gell? Ja. Ist das die Munition, oder? Ja, ich glaube. Was da kriegst du? Ja, das Geschütz würdest du erkennen. So. Ja. Okay. Ich hab deinen Bohrer vergessen zu setzen. Mhm. Vordere Waggon ist jetzt nicht aufgebaut. So. Da sind aber viele, viele Taschen. Warum kann ich nicht mehr nehmen? Das geht mich ein bisschen an. Ja, von der Seite aufgemacht, mir ja, Gott. So intelligent. So. Der, weißt du, alle Waggons sind auf einer Seite aufgemacht, nur die anderen. Naja. So, aber ich habe eh drüben am Tor gesetzt, das heißt, da ist nicht mehr. So, da
Der läuft, der Thermalbohrer, kommt wieder zu dir. Aha. Ja, jetzt ist er da. Das dürfte was Schweres sein. Na, du hast da, glaube ich, überall Munition. Thermalbohrer steht und startet wieder. Mittlerin. Der ist dann auch gleich durch. Was wollt ihr da? Bullen. Bullen vom Dienst. Ist das ein Markt, das nicht durch? Boah! Ich bin nicht durch. Boah! Da! Rein! Irgendwo sind Scharfschützen. Okay. Oh Gott, weil wir Leben wegbringen. Ich lege hier im ersten Balkon meinen Arztpack auf. Ja. Okay, da ist ein Senkrill hier. Die lade ich wieder. Im ersten Balkon, wie gesagt. Ja, jetzt ist es. So, der nächste Tresor ist offen. Okay. Braucht natürlich die Munition. Ah, scheiße, super Smoker. Smoker? Nein, kann nicht sein. Doch, da war einer. Ich sehe hier gerade gar nichts. Die haben ja eine normale Schwierigkeit. So, ich hab da schon mal alles. Okay, ich nehme und schmeiß dort dazu, oder? Ja, ja. Das sind ja nur viele Patschen. Okay. Ja, das ist, wenn du die Mission machst, das Stealth und alleine, weißt du, glaubst, wie oft du da hin und her läufst. Mhm. Ach ja, du hast den Weitwurfarm. Ja, genau. Der Weitwurfarm. Ah, da drüben ist er. Fast. So. Sniper ist X. Oh, Sentry ist leer, den lade ich nach. Okay. Schon, wo sie hingehören. Nicht, oder? Da drüben der Thermobohrer vorne ist. Ich hab neu gesetzt und meine Sentry ist ja vorne sein. Ja. Warte. Sind da länger? Ich hab da schon ein Hallo. Okay. 90 Sekunden auf den letzten. Okay. Wie viele Taschen sind denn überhaupt? Okay, alle Taschen sind genommen. So, ich komme nochmal zu dir raus. Da ist das Center wieder leer. Dann haben wir mal eine Zähne, die letzte von da vorne. Da wird es jetzt noch leer und meines lege ich dann auf. Okay. So, ich gehe zum nächsten Wagen. Ah, geht ja nur um was.
Wo ist da was auszuräumen? Ganz da hier vorne. Okay. Ich bin gerade an die vorbeigelaufen. Ja. So, 7 Sekunden noch, gleich wird die Zeit. Puh, jetzt muss ich mal erholen. Da unten sind wir Scharfschützen. So, offen. Und da ist sie gegangen. Okay. Baut. Okay. 2. Okay. Zack. Ich habe eine Tasche. Ah, wir können da aufbauen. Da gibt es eine Seilrutsche. Das heißt, wir kriegen alle Taschen da her. Ja. Und die Seilrutsche geht dorthin, wo wir gestartet haben. Und dort baue ich dann meine Sentries wieder auf. Okay. Alle Taschen hier ja dran? Ja. Alle? Ja. Absolut die alle. Mhm. Können wir machen, ja. Wir können es auch da vorne natürlich. Aber dann müssen wir es halt dorthin gestreuen. So. Den habe ich übersehen. Gut, na dann laufen. Ich muss mich dann mal heilen. So. Kannst du mal eine anhängen, dass ich sehe, wo es hinkommen, genau. Ja, wenn gerade keiner auf mich schießt, mache ich das sehr gerne. Ah, ich sehe schon das Seil. Passt schon. So, dann baue ich da was hin. Ja. Mit einer Arzttasche nicht mehr da. Keine Ahnung, ich laufe schon. Die ist nur am anderen Ort. Ja, muss ich nicht was drücken. So. Meine beiden Sentries sind aufgestellt. Ne? Sehr gut. Ach, da. Wo ist mein Arzttasche? Geht's dir mit Munition? Gerade nachgefüllt? Ja. Mir geht's gerade nicht, sondern nicht gut. Ich trage halt Flaschen hin mit dir. Ja. Und gleich immer anhängen. Ah ja, okay. Und den Flaschenzug. Okay, was ist jetzt? Ah, der läuft nur rum, der soll doch Flaschen hin und her tragen. Okay, dann hänge ich die da liegen auch schon auf. Oder? So, ich schaue jetzt gerade. Ah, da müssen wir es her. Okay, dann brauchst du das nicht bis zum Flaschenzug bringen. Den Rest, den du schon hingebracht hast, lass dort. Soll ich sie anhängen? Nein, brauchst nicht mehr. Nicht. Scheiße. Ja, das ist immer, wenn so spät gezeigt wird, wo sie abgeholt werden. Okay. Da gibt es verschiedene Stellen und dieses Mal haben wir die da hier oben. Okay. Aber siehst du das? Ja, ja. Die, was du noch vortragen hast, die hole ich. Okay. Da reinschmeißen ins Auto, ne? Ja. Verschleppen sie es uns natürlich. Okay. Oder versuchen es zumindest. Ich werde die alle das da herumlegen, ins Auto packen. Weil da stellt es selber. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass 10.000 Taschen aufeinander liegen und es wird immer nur eine gezeigt. Ja, das stimmt.
Wenn es einmal eine gewisse Anzahl ist, dann glitschen sie so ineinander. Dass man eigentlich einen kleinen Teil davon sieht. Yes. Gut. Okay, ich glaube, ich habe schon gefühlte 20 Taschen in den Wagen. Das ist ein Bug. Ich bin überzeugt, das ist ein Bug. Der Wagen steht ein bisschen blöd. Ja. Man kommt dann fast nicht. Obwohl, ich mag auch schon Weitwurf. Ah, nein. So, ich hole mal Senkhilfe ganz vorne. Ja. Wir brauchen das. Okay. Wer schießt so fleißig auf mich? Ich bin bald am Ende. Okay. Ja, ich bin jetzt da gerade gekriegt, überhaupt. Kommt der Schütze. Ich hab's mir überhaupt nicht. Ja, das. Ja. Wo bist du? Du stehst mir direkt zu. Irgendwo. So, alle drei. Wie auf dir? Das ist jetzt wirklich. So, ich meine, nicht so drauf geht. Ja. Ja, der Käse ist nachdem das blöde Auto da oben steht, jetzt das steht in der Center, ist vollkommen falsch. Das Booster, das ist da auch da. Ich räume noch hinein. Ja. Kein Problem, jetzt stehen wir das Center wieder. Okay. Das ist keine Zeit. Ja. Die Sonne wird auch langsam besser. Ah ja, das habe ich nicht gesehen. Zu schwer. Warum fährt das Auto weg? Da ist nicht alles drin. Wer ist weggefahren? Ist weggefahren. Ja, macht ja nichts. Ist ja okay. Okay. Aber ja. Ah, aber ist ja nicht. Wir nehmen die restliche, ja, das nehmen wir mit. Okay. Und schmeißen sie mit dem Wie weg. Aha, da kann ich aber gar nichts mehr nehmen. Ach so, okay. Weil ich hab den blöden Demo-Bohrer da. So, jetzt kann ich es nehmen. Ja, da liegen welche. Okay. Die kann man aber mitnehmen. Ich glaub, und zwar aber auch einen Demo-Bohrer. Und zwar dort, wo wir abfahren, weiß nicht.
Ah, er ist wieder da. Ah, okay. Man kann ihn wieder einladen. Sehr gut. Wir hatten schon zu viele Leute. Das war's. Okay. Sollen wir die Thermo auch mitnehmen? Kannst du da reinschmeißen. Bringt das was? Nein. Okay. Aber man verlässt ja seine Arbeitsstelle im gepflegten Zustand, ne? Ah, jetzt zieht man die Tasche. Noch so, ne? Mhm. Hm. Wir werden es drüber geschmissen. So. So, und wir flüchten jetzt da rechts unten. Rechts unten? Ich nehme noch einmal mit. Ja, ich folge dir. Ah, da kann ich. Da, wo wir hergekommen sind, ne? Wir sind hergekommen von. Durch den Zaun. Ah, ja, ja. Natürlich. So. Kommen, oder? Yes. Pakete gefunden. Sehr schön. Ja. 1,8 Millionen waren die Gegenstände. Das ist das Schöne, wenn man die ganze Munition mitnimmt. Sehr fein. 408. Oh, servus. 408 Polizisten, aber nur durch den Einsatz am Gewissen. Und schlaf trotzdem noch jeden Tag sehr gut. Ja, genau. 23 Taschen habe ich rausgeschafft. Ist doch nett. Mhm. So, natürlich die mittlere. Ja. Amerikanische Flagge. Na, wie schön. Eine Nation ohne Gott. Okay. Das ist der Name. Das muss das. Okay. Gut. Also dann. Du könntest gleich nächsten Auftrag. Im nächsten Auftrag? Ja, und natürlich, da machen wir Stopp. Also. Okay, also dann, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut's wieder rein, wenn wir die nächste Bank oder weiß was ich ausrauben. Bis dann, ciao. Ciao.